Guten Morgen, ihr Lieben. Wir, die Doris und die Patsy, wollen euch heute eine richtig schöne, gründliche Pilates-Stunde geben und fangen erstmal an, und damit quäle ich ja immer alle, die zu mir in die Pilates-Stunde kommen, das wisst ihr schon, mit den Grundprinzipien. Also, da wollen wir mal ganz direkt aufmerksam die einzelnen Grundprinzipien durchgehen. Und zwar haben wir als erstes die Atmung. Und da gibt die Patsy mal ganz genau die Hände an die Rippenbögen, die Schultern nochmal erstmal zu den Ohren ziehen und dann locker loslassen, Oberkörper ganz entspannt. Unsere Pilates-Atmung ist, wie ihr euch vielleicht erinnert, durch die Nase langsam und tief ein, leicht geöffneter Mund ausatmen, wie wenn ihr so eine Kerze auspusten würdet. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr wollt, dann mal so die Augen schließen und jetzt schon beim nächsten Atemzug in die Hände spüren, wie beim Einatmen die Rippenbögen auseinander streben. Stellt euch mal so einen Fächer vor, der sich öffnet, und beim Ausatmen dürft ihr unterstützend ein bisschen die Hände auf die Rippenbögen legen, euch enger machen, sodass die Kuppen der Mittelfinger sich berühren können, und wieder tief. Dieses Ein- und Ausatmen. Das ist unsere Pilates-Atmung. Durch die Nase ein, leicht geöffneter Mund aus. Wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Körpermitte, atmen ganz entspannt in die Hände ein. Und jetzt ziehst du ganz langsam schon mal den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, spürst so ein bisschen mehr Kraft aus der Mitte heraus. Deinen unteren Bauch darfst du jetzt flach machen, so ein bisschen einziehen. Super zu sehen jetzt gerade bei der Patsy. Spür mal jetzt hinein in diese Mitte. Die fühlt sich doch schon ganz anders an als zu Beginn. Den Beckenboden nehmen wir mit, immer wieder zur Erinnerung. Die Hantelgroße Muskulatur zwischen den Beinen, die ziehst du so ein bisschen gedacht nach oben. Fühle hinein, wir haben entspannte Schultern. Wir atmen in die Hände. Durch die Nase ein, leicht geöffneter Mund aus. Wir spüren die Kraft aus unserer Mitte. Das ist dieses sogenannte Boxmodell schon im Pilates. Bleibe weiter so. Spüre nochmal hinein. Jetzt kannst du mal deine Arme locker hängen lassen. Gehe gedanklich von deinen Schultern, rechts und links die Punkte, bis zu deinen Hüftknochen, rechts und links die Punkte. Das ist die Box in der Pilatesstunde. Noch einmal reinfühlen die Box. Und in diesem Zentrum, rund um deinen Bauchnabel, das ist unsere Stärke, das ist unsere Kraft. Und da holen wir uns gleich die Übungen aus dieser Mitte heraus. Ich wiederhole noch einmal unsere Pilates-Grundprinzipien. Als allererstes und wichtigstes die Atmung. Dann kommt die Konzentration, gerne mit den geschlossenen Augen mal so reinspüren in den inneren Dialog mit dem Körper. Wir fühlen die Kontrolle über Körper und Geist, immer wieder zur Erinnerung, es ist nämlich eine Body-and-Mind-Stunde. Dann haben wir die Zentrierung. Lass die Bewegung aus einer starken Mitte fließen bei allen Übungen, die jetzt gleich kommen werden. Und das Ganze unterstützen wir mit Präzision, indem wir langsam und sorgfältig arbeiten. Im Bewegungsfluss, in der Bewegungsharmonie. Rolling up and down beginnt, indem die Patsy jetzt ganz entspannt den Kopf loslässt und gerne wieder die Augen geschlossen. Visualisiere deine Wirbelsäule wie so eine kleine Perlenschnur und du rollst klack, 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 klack. Gelenk für Gelenk, langsam nach unten. Langsam ausatmen dabei. Beim ersten Mal so ganz easy, so weit wie es heute nur geht, ohne Anstrengung. Beim Einatmen wieder durch die Nase nach oben aufrollen. Schaut mal, wunderbar zu sehen, das Kippen des Beckens, dann unterer Rücken, langsam aufrollen, mittlerer oben. Sehr schön.
Und nochmal tief. Konzentriere dich wieder. Pilates Grundprinzipien. Konzentration, Präzision, Atmung, Kontrolle, Bewegungsharmonie. Unten angekommen, du kannst es zu Hause mehrmals wiederholen. Laufen jetzt die Hände langsam nach vorne. Und wir gönnen uns einen herabschauenden Hund. Regel dich und streck dich mal. Fersen ziehen nacheinander Richtung Boden. Richtig schön mal das Becken mitnehmen, Hüften mitnehmen. Ach, mal genießen. Genau. Langsam die Knie dann Richtung Boden absenken. Nochmal einen langen Rücken machen, Gesäß. Dann langsam nach hinten schieben und aufrichten. Wir gehen direkt fließend weiter in Rolldown. Das Abrollen ist eine wichtige Vorbereitung für viele Rollübungen. Konzentriere dich, zieh wieder den Nabel zur Wirbelsäule. Beobachte, wie sich deine Bauchmuskeln zur Wirbelsäule hin bewegen. Erinnere dich, Bewusstsein, Kontrolle, langsam. Und es geht tief, 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 nur bis fast zu den Schulterspitzen und richte dich wieder auf mit Hilfe deiner Bauchmuskeln. Wenn die Kraft noch nicht so da ist, kannst du dich gerne so ein bisschen mit den Händen an den Kniekehlen festhalten. Es geht wieder tief. Zuerst Kinn Richtung Brustbein, Halswirbelsäule, immer wieder Buchstabe C. Füße fest auf dem Boden und langsam wieder aufrichten. Perfekt. Sehr schön. Rolling like a ball, eine ganz klassische Pilates-Übung. Katzi sitzt auf den Gesäßknochen, die Ellenbogen sind nach außen gerichtet. Blick nach vorne, erstmal nochmal einen schönen geraden Rücken machen und beim Abrollen dann einatmen. Du gehst langsam zurück und aufrollen, ausatmen. Sehr schön, genau. Alle Pilates-Prinzipien haben wir hier drin. Zentriere deinen Körper, achte auf die Dynamik, konzentriere dich auf die präzise Ausführung. Entscheidend ist ein fließender Ablauf, ohne die Haltung und die Aufmerksamkeit für die Details zu verlieren. Eine Übung, die übrigens viel Spaß macht, weil sie auch so ein bisschen aktiviert und natürlich wunderbar die langen Rückenmuskeln rechts und links deiner Wirbelsäule massiert. Letztes Mal, Patzi kommt zum Liegen. Sehr schön. Wir befinden uns in der Rückenlage und starten mit Single Leg Stretch. Das heißt, ganz langsam, ein Bein geht nach oben, gestreckt so gut du kannst, Fußzehen zeigen nach oben, die Hände halten ganz sanft nur, ohne das Knie zu zerren und zu drücken, das Bein, angewinkelte Bein fest. Patzi hebt ganz langsam den Kopf an, das Kinn geht Richtung Brustbein, Halswirbelsäule wieder Buchstabe C. Single Leg Stretch startet. Wir wechseln das Bein. Einatmen, das eine Knie sanft daran ziehen. Ausatmen, das andere. Durch die Nase ein. Leicht geöffneter Mund. Ausatmen. Immer wieder Blick weit nach vorne. Runde Halswirbelsäule. Wir trainieren wunderbar die Nackenmuskulatur. Haben eine sehr, sehr schöne intensive Dehnung, gerade auch Gesäß, streckendes Bein, Single Leg Stretch. Wichtig immer wieder die Körpermitte, nur von dort geht die Initiative für die lockere Beinbewegung aus. Einatmen, ausatmen. Und wir verändern die Position und das macht die Patzi mit Rolling Like a Ball, was ja einfach so eine schöne Übung ist mit Leichtigkeit. Dann darfst du so 3-4 Mal, so oft wie du möchtest, ja, so richtig schön auf der Wirbelsäule entlang rollen. Und dann befinden wir uns im Sitzen. Die Patzi streckt die Beine jetzt langsam nach vorne aus und bringt die Fersen gefühlt an die Mattenaußenkante. Genau. Jetzt richten wir uns wieder auf. Schau mal, mach deine Wirbelsäule mal schön gerade. Drück die Sitzbeinhöcker fest in die Matte. Allein das ist manchmal schon anstrengend genug, gerade zu sitzen.
Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du die Beine nicht so gut strecken kannst, ja, dass da zu viel Spannung ist, dann darfst du natürlich jederzeit die Spannung aus den Beinen rausnehmen und ein bisschen anheben. Die Patzi streckt aber die Beine wieder, dass du auch die Endausführung gut sehen kannst. Spine Stretch ist eine wundervolle Wirbelsäulendehnung, gerade für den oberen Rücken. Hier wird das Wirbel-für-Wirbel-Prinzip mit der sanften Dehnung der Wirbelsäule kombiniert. Du sitzt schön gerade, beim Sitzen atmest du ein, beim Runden atmest du aus, Kinn geht wieder zum Brustbein und langsam schiebt sich die Patzi nach vorne, aber schau mal nur mit dem Oberkörper, super, und wieder aufrichten. Sehr gut. Einatmen im Sitzen, gerade machen. Langsam, Wirbelchen für Wirbelchen, schieb dich nach vorne. Du kannst wundervoll sehen, wie der Oberkörper diesen Buchstaben C wieder beschreibt. Und wieder aufrichten, einatmen. Ausatmen, denk an die Kerze, die du auspusten möchtest. Erinnere dich an Präzision und Konzentration. Sehr schön. Spine Stretch, so oft wie du möchtest. Wir gehen direkt jetzt in die zweite Übung, indem du gerade sitzen bleibst, dich nochmal richtig schön aufrichtest. Nochmal so reinspüren, geht's mit den Beinen, ansonsten ein bisschen anheben. Du weißt Bescheid. The Saw, die Säge, heißt jetzt, wir gehen in eine Rotation. Deine Wirbelsäule liebt Rotationen. Wir drehen uns zur Seite und jetzt nimm die Patzi als Bewegungsidee, die Arme lang, schieb dich nach vorne, der Handrücken möchte zur Fußaußenkante, ausatmen dabei und wieder einatmen, aufrichten, Rotation zur anderen Seite, schieb dich lang nach vorne, Handrücken möchte zur Fußaußenkante, wieder einatmen, super. Rotation, drehen, lang machen, lang machen, lang machen und wieder nach vorne. Auch mal hier reinspüren, gerne mit geschlossenen Augen. Wie fühlt sich das für dich an? Die eine Seite und die andere Seite. Reinfühlen, gibt es da eine Blockade? Gibt es da irgendein Gefühl von Enge? Wie sieht das aus bei dir? Lass dir Zeit bei deinen Übungen. Beide Sitzbeinhöcker bleiben fest auf der Matte. Schieb dich lang, schieb dich lang, schieb dich lang. Super, sehr schön. Und jetzt machen wir wieder einen Positionswechsel, weil wir jetzt Übungen aus der Seitenlage machen wollen, gemeinsam. Rolling like a ball, genieße wieder die Massage der langen Rückenmuskeln. Also dir macht die Übung Spaß. Du könntest lächeln dabei, wenn du wolltest. So, es geht nach unten, aus der Rückenlage heraus, dreht die Patzi sich jetzt zu mir in die Seitenlage. Du hast natürlich jederzeit die Möglichkeit, eine Variante 1 zu machen, das wäre den Oberkörper gesamt abgelegt. Aber da wir uns ja ein bisschen fordern wollen, gelle, macht die Patzi die exakte Ausführung. Langer Arm, du liegst auf dem Unterarm und stell dir vor, dass unter deiner Achselhöhle ein Handball passt. Das ist so ungefähr die Position. Jetzt kommt nochmal eine Hand auf den oberen Hüftknochen und du spürst nochmal hinein, dass deine beiden Hüftknochen parallel zueinander sind. Denn der obere Hüftknochen, das wirst du gleich merken, der wird gern nach hinten rutschen, darf er aber nicht. Die Beine kommen ein kleines bisschen gestreckt nach vorne in die sogenannte Boomerang-Stellung. Perfekt. Obere Hand darf sich jetzt vorne leicht abstützen, kann auch da bleiben. Du entscheidest, bring nochmal Stärke in den Oberkörper. Sinke nicht mit der Schulter ein. Abstand Ohr, Schulter ist weit. Sehr gut. Wir starten mit der Bewegung nach oben. Gestrecktes Bein nach oben. Beide Füßchen Point bitte und klack, unten die Fersen zusammen. Sehr schön. Nach oben einatmen. Unteres Bein ist auch mit Spannung leicht weg von der Matte. Klack nach unten. Nach oben ein. Ausatmen. Einatmen, öffne dich, aus, wieder zu. Schön vorsichtig mit der oberen Hüfte, die da gerne nach hinten will. Körper sucht sich immer den leichteren Weg, wenn wir nicht aufpassen. Deshalb sind wir ja voller Achtsamkeit in der Pilatesstunde.
Nach oben ein, nach unten aus. Sehr gut. Letztes Mal. Wir beenden die Bewegung. Das gestreckte obere Bein geht nach vorne. Füßchen point. Und zurück. Fußflex nach vorne. Leichten Millimeterchen mehr. Schau, was geht heute. Nach hinten. Stell dir vor, dass du einen schweren Widerstand nach hinten wegschieben müsstest. Einatmen. Und wieder aus. Präzision, Kontrolle, Atmung. In einer fließenden Bewegungsharmonie. Ein letztes Mal. Super. Und natürlich kommt dann auch noch die andere Seite dran, die du zu Hause gut machen kannst. Positionswechsel. Und dann wieder gleiche Bewegungsidee. Wir gehen jetzt direkt weiter zur nächsten Übung. Das heißt, die Patsy legt sich nach ein paar Mal Rolling like a ball. Ein sanftes Lächeln umschmeichelt ihre Lippen. Nämlich schon anstrengend, gell? Ja, ja. Rückenlage. Eine wundervolle Übung, die nochmal sehr viele Prinzipien der Pilates-Stunde anspricht, ist der Corkscrew, der Korkenzieher. Das heißt, aus der Rückenlage heraus, die Arme liegen entspannt neben dem Oberkörper, streckt die Patsy langsam die Beine nach oben. Du streckst deine Beine so gut es für dich sich heute anfühlt. Entweder ganz gestreckt oder so ein bisschen. Schau mal rein, was geht. Die Kniekehlen, die öffnest du nach vorne. Nochmal reinspüren. Lass uns doch nochmal so einen kleinen Moment Zeit nehmen, dass wir langsam wieder den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule sinken lassen. Hab das Gefühl, dass du so eine schöne Miederhose anhast. Der untere Bauch wird wieder flach. Die Atmung fließt langsam in die Rippenbögen, durch die Nase ein. Ich habe der Patsy gerade nochmal ein Päuschen gegönnt. So. Vielen Dank. Ja, so bin ich. Nächste Übung. Ich liebe sie total. Das ist der Corkscrew, der Korkenzieher. Dazu liegt der Oberkörper entspannt auf der Matte. Kannst gerne mal die Äuglein wieder schließen. Dich auf deine Atmung konzentrieren. Ja, Richtung Rippenbögen, du weißt. Und der Bauchnabel sinkt wieder zur Wirbelsäule. Starke Mitte machen. Die Beine sind gestreckt nach oben. Die Füßchen in Point Position. Wir legen die Fersen aneinander und du drehst so ein bisschen die Füße nach außen, als ob sich die Fußsohlen anschauen wollen. Wie der Buchstabe V sieht es jetzt aus. Und ganz langsam beginnst du mit gestreckten Beinen eine kleine Drehung zur Seite. Ganz genau. Fühl mal, wie du den unteren Rücken jetzt spürst auf der Matte, diese kleine Drehung, diese Rotation. Und alles holst du aus der Kraft der Bauchmuskeln heraus. Und gerne auch mal in die andere Richtung drehen. Wenn du merkst, die Muskeln zittern so ein bisschen, Spannung aus den Beinen nehmen. Genau, nochmal so eine Drehung nach rechts und nach links. Super, sehr, sehr schön. Kannst du gerne mal so ein bisschen entspannt die Knie zum Oberkörper ziehen, kleine massierende Kreise nach rechts und nach links. Und durch Rolling Like a Ball kommst du langsam wieder zum Sitzen. Genieß nochmal die Massage der langen Rückenmuskeln. Sehr schön. Geschafft für heute. Es kommt noch mehr, aber jetzt erstmal. Tief durchatmen. Gut gemacht, Patsy. Sehr gut. So, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ihr könnt gerne am Ende noch ein bisschen die Schulter kreisen lassen oder euch rechts, links etwas stretchen, in die Länge ziehen und somit selbstbewusst und gestärkt aus der Mitte, aus der Pilatesstunde rausgehen. Bis bald. Tschüss.